Willkommen zurück, meine lieben Freunde, bei meinem Let's Play XCOM, Enemy Unknown. Letztens haben wir eine kleinere Mission südlich von unserer Station fertiggebracht. Wir haben dabei nur 3 Leute verloren und einen Verletzten heimgebracht. Aber wir haben tatsächlich das erste lebende Alien auch heimgebracht. Das war nicht unser Verdienst, sondern eher Zufall. Jo. Ich frage mich gerade, warum ist Budapest eingezeichnet, aber nicht Wien? Finde ich nicht richtig. Wien ist größer als Budapest. Naja, egal. Im Übrigen, Fun Fact, Wien ist die 8. größte Stadt der EU. Ja, man würde es nicht für möglich halten, aber Wien ist wirklich groß. Allocate Manufacture. Was machen wir als nächstes? Medikits? Nein. Ja, wieso nicht? Ja, natürlich. Wir haben, glaube ich, noch keine Medikits, oder? Was? Wieso kann man nicht OK drücken? Wieso kann man das schon bauen oder das andere nicht? Ah, ist es zu teuer? Warte mal. Ja, es ist zu teuer. Wow. Okay, wir verkaufen Zeug. können wir was verkaufen? Frage ich mich gerade. Wir können Plasma Rifles verkaufen, ein paar, 1, 2 oder 3. Die sind immerhin relativ teuer. Und dann können wir Medikits bauen. Na gut. Machen wir 10. Machen wir 15. Okay. Jo, wir haben fast den ersten Monat hinter uns. Wir haben den ersten Monat hinter uns. Hurra! Wir haben ein Monthly Rating of 357, nicht schlecht. Wir kriegen mehr Geld um 613.000 Dollar mehr pro Jahr oder pro Monat, so ist gut, und zwar von USA, UK, France, Germany, Italy, China, Japan, Brazil, Australia, Nigeria, South Africa, Egypt and Canada. Die sind particularly happy with our progress quasi in dealing with local alien incursions and have agreed to increase their funding. Das ist gut, das freut uns. Wenn wir das Alien-Funding so haben, oh, schauen wir mal. Nur Indien? Wieso gerade Indien? Die haben wir vom Terror befreit. Okay, es sind viele Leute dabei gestorben. Spanien und Russland haben nicht aufgestockt. Na gut. Damit können wir leben. Mhm. Schauen wir mal, ob was passiert. Ah. Okay, da sitzt ein UFO. Na dann intercepten wir das doch glatt mal. Achso, warte mal. Oh nein, wir haben hier genügend Leute drinnen. Ah, stopp. Was machst du da? Nicht wegfliegen. Wir landen in der Wüste. Was soll das? Okay. Ich glaube, das sollte kein Problem darstellen. Schauen wir mal, ob wir es schaffen ohne Verluste. Unwahrscheinlich. In der Wüste abgeschossen. Ja, warte mal. Wir wollten speichern. Nein, speichern wir dann, wenn wir drinnen sind. Jo, wir beginnen die Mission. Okay.
Okay, ah ja, stimmt. Wir haben dieses Problem. Ja, okay. Wir haben gesagt, du kriegst eines mit, du kriegst eines mit. Und du kriegst auch eines mit. Vielleicht lassen wir eine Rakete dafür da. Gut. Na dann, auf in den Kampf. So, als erstes speichern wir mal ab. Wo war das da? Ja. Safe Game. Wie immer gesagt, sollten wir einen Totalschaden erleiden, laden wir neu. Aber ich hoffe doch, dass es dieses Mal nicht der Fall sein wird. Viele Aliens können da jetzt nicht sein. Hoffen wir mal. Okay, wir sind wieder am Rand. Das hatten wir schon mal, diese Karte. Kann das sein? Ja, vielleicht ist hier doch anders. Kann mich erinnern, damals ist da unten einer gestanden. So. Okay. Next one. Ja, also sehen tun wir zurzeit nichts. Also ist die Karte schon aus, eher eine kleine Karte also. Na gut. Ja, das andere ist jetzt auch ein sehr kleines Raumschiff. Und Deckung. Next one. Bist auch in Deckung. Auch in die Knie. Hey! Wir sehen ein Alien. Wo ist das Alien? Hier. Können wir das Alien von hier überhaupt treffen? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Versuchen wir es mal mit einem Snapshot. Ja, ich habe es befürchtet, keine Line of Fire. Okay, du gehst mal in die Knie. Schauen wir mal, ob sie trifft. Bashamurumbi. Gott sei Dank ist der genauso unfähig wie wir. Puh. Du, geh doch da mal weg. Nein, ach Gott. Beweg dich doch mal in die Richtung. Dann gehst du mal daher. Naja, schauen wir mal. Wir können ja schießen. Geht ja. Geht ja. Man muss nur hartnäckig genug sein. Uff. So knapp. So. Die restlichen stellen sich einfach nur davor. Und gehen dann später nach. Ah, Sabine Meyer. Unser Captain Dingsbums Zeug. Next round. Wow, wir haben einen Reaction Shot gemacht. Das gibt's ja nicht, dass uns das mal passieren darf. Unglaublich. Du bist super, Stenko. Okay. Kniest du? Du hast die schon eingewiesen. Könntest
Könnten wir auch drehen. Frederica Mariano, ja. Marioni. Sehr gut, du bist ein Schatzi. Ja. Was ist denn das Raumschiff da? Das Problem ist, es gibt hier keine Deckung bis zum Raumschiff. Ist nicht wirklich. Oh. Noch ein Alien. Dann wir einen Snapshot. Hey, wir können sogar einen Autoshot noch machen. Naja, besonders großartig war das jetzt nicht. Aber immerhin wissen wir jetzt, wo wer ist. So, gehen wir mal eins rauf. Gehen wir mal ins Raumschiff. Also in unser. Schiebernakel halt. So. Aber jetzt. Komm schon. Warte mal. 19. Das heißt, wir können sowieso nur einmal schießen, den Autoshot. Wir können aber die Accuracy erhöhen, indem wir uns hinknien. Was? No line of fire? Mist. Oh, das haben wir gut gemacht. Ach Gott, das gibt's ja wohl nicht. Das ist ja unfair. Blödes Alien. Ach Gott. Was machst du? Ah, nein. Ach Gott. Von wegen. Keiner wird sterben. Haha, haha. Du. Ist daher. So, warte mal, machen wir zuerst Bashamurumbi. Das war nicht gut. Wir sind so unfähig. Ja, du darfst darüber gehen. Tja, na dann. Einmal Rocket. Was heißt No Line of Fire? Kann ich mir kaum vorstellen. Mit wann kann man noch schießen? Mit 25. Ein Schritt nach vor müsste eigentlich reichen. Kann man jetzt schießen? Ja, aber wir treffen nichts. Ist okay. Schauen wir mal. Dieses Alien ist sehr nervtötend. Ja, von da müsste ich ihn eigentlich treffen. Nein. Ich muss ihn nicht treffen, weil ich ihn einfach nicht treffe. So. Schauen wir mal, ob sie besser trifft. Minseo-Gyu. Ah. Man muss nur oft genug drauf schießen, dann sterben sie schon. Okay, dann gehen wir mal darüber. Passt. Nö, du bist doch mal davor.
weiter. Und du bist da, ja. Na gut, aber immerhin, bis jetzt haben wir nur einen Toten zu beklagen. Das ist ja schon einmal ein Vorteil zum letzten Mal. Aber wer weiß, was da ist. Oh. Ah, fast. Die Sonne macht es ihnen zu schaffen, offensichtlich. Und runter. Und du? Du schießt so super unakkurat. Das passt dann schon fast. Das macht nicht allzu viel Schaden, offensichtlich. Ah, ich schieß nochmal. Oh. Na, das passt schon. Gut, weiter im Geschäft. So. Daher Zoe Crosset in die Knie. Miniseo Gao. So, sind wir da hinterm Raumschiff versteckt jetzt? Egal wo wir sind, wir kommen nicht weiter. So, du auch noch raus. Ah, da ist noch wer. Total übersehen. Sabine Meyer. Mein hübscher Captain. Okay. Wie schaut das aus? Von da haben wir, glaube ich, einen ganz guten Überblick. Nein, da ist es noch nicht aus. Wir sehen es noch nicht. Gut. Schiff. Gut. Oh, das war's schon. Das war aber einfach. Na, einfach. Es ist immerhin noch einer gestorben von uns. Naja, super. Es ist immerhin ein Rating von okay gewesen. Wir haben 10 Artefakte geborgen. Ein bisschen Alien Alloys geborgen. Und wir haben 4 Aliens gekillt und 6 Alien Corpses haben wir auch noch gekriegt. Kleinvieh macht auch Mist. Und unser Sergeant hat überlebt und wurde zum Captain befördert. Habe ich richtig gehabt, wie ich Captain zu ihr gesagt habe. Und der Stenko, das war der mit dieser komischen Knarre, ist auch zum Sergeant geworden. Na, schau dir was an. So, na dann werden wir gleich einmal wieder jemanden recruiten. Ja, wo ist das? Purchase Recruit. Noch einen Soldaten. Okay. So, wie schaut das aus mit unserer Research? Unknown Average Average. Naja, okay.
soll sein. Vielleicht sollten wir dann relativ bald andere Stationen bauen, um die Gegend besser ausleuchten zu können. In den Vereinigten Staaten und da drüben in Asien. Aber ich habe echt keine Ahnung, wie sinnvoll das ist, wenn wir da relativ bald das machen. Irgendwo da vielleicht. Und vielleicht irgendwo da in Florida. Palm Beach oder so. Würde sich da anbieten. Wenn wir ja sowohl, sowohl Süd- als auch Nordamerika gut im Blick haben. Also nicht schwer zu sagen, vielleicht auf Kuba. Einmal nach Havanna. Na gut, gehen wir mal auf schneller. Very small, very low. Und dann intercepten wir das mal. Mit dem 1er. Ah, schau an. Der ist echt nah. Oh, das konnte man nicht. Was kann das? Ich habe überhaupt noch nie gesehen, so ein Drum. Ah, verstehe. Da bleibt nichts übrig von denen. Na bitte. Russland und Deutschland sollten sich freuen. Ich habe was zerstört, was in ihrer Nähe ist. Ja, wie schon gesagt, vielleicht sollte ich tatsächlich eine weitere Basis gleich mal bauen. Irgendeinen Horchposten oder sowas. Schwer zum Sagen. Gleich an das da die Basis, sowas und dann die zwei. Gute Frage. Na gut, ja, machen wir mal weiter. Schauen wir mal, was passiert. Hey, Amon, die Misenga. Schauen wir mal, was der kann. Er ist... Naja, mit Firing Accuracy 66 ist er schon nicht schlecht. Okay. Machen wir mal gleich rein. Was soll's? Immerhin ist er ganz neu in der Truppe. Da darf er sich gleich an die vorderste Front stellen. Ach ja, stimmt. Apropos vorderste Front. Oh, das geht nicht. Ganz vorne hin. Hallo Amon, wir mögen dich, deswegen darfst du ganz vorne stehen. Du bist derjenige, der als erster sterben wird, wenn wir aus dem Flugzeug aussteigen. Gute Idee. Machen wir das so. Armes Schwein. Gut, außerdem habe ich gesehen in den Let's Plays, diese Leute verwenden immer diese Leuchtdinger. Vielleicht sollten wir solche Dinger auch verwenden. Electroflares sind das, glaube ich, oder? Jo. Zumindest 14 Stück, dass jeder eines mitnehmen kann. Ah, da könnten wir auch gleich ein paar Avalanche Missiles noch kaufen. So. Ah, warte mal, aber andererseits, wir könnten auch gleich die Medikits, die wir schon haben, drauf tun. Das ist supi. Ist okay. Hey, few reports. Sectoid Autopsy.
The autopsy reveals vestigial digestive organs and a simple structure. The brain and eyes are very well developed. The structure suggests genetic alteration or mutation. The small mouth and nose appear to have little function. The webbing between the fingers and the flat feet suggest aquatic origins. Also offensichtlich irgendwelche ehemaligen Wasserwesen. There are no reproductive organs and no clues as to how this species can reproduce. They are most probably a genetically engineered species. Okay. Keine Fortpflanzung, zumindest keine, von der wir jetzt gerade wissen würden. Essen und trinken müssen sie offensichtlich auch nicht, weil Nase und Mund haben keine Bedeutung. Na gut. Also aushungern können wir sie nicht. Vielleicht betreiben sie Photosynthese und Knospen. Dann werden wir das allocaten. Machen wir ein neues Projekt. Ich weiß, das mag vielleicht irgendwie sinnvoller sein, das gescheit zu machen, aber wir machen zuerst einmal. Aber wir werden 15 da reingeben. Und zu den Alien Alloys werden wir auch noch 5 dazugeben. Ah, wir könnten noch 5 Scientists einstellen. Sehe ich gerade. Das machen wir doch glatt. Ja, stimmt, ich kann mich wieder erinnern, das letzte Mal hatten wir zu wenig Geld für 50 Scientists. Hey, Laser Rifle. View Report, yes. Endlich mal eine gescheite Waffe. Halbwegs gescheit, weiß ich nicht. Macht ein bisschen mehr Wumms als die Laserpistole. Und trifft vor allem bei weitem besser. Ja. Okay. Okay. Uah. Ja, macht um einiges besseren Ruhm als die normale Rifle. Das heißt, Locate Research, New Project. Als nächstes werden wir was machen. Heavy Lasers. Wieso 30? Ah, offensichtlich sind wir mit irgendwas anderem auch fertig geworden. Personal Armor, wir können die Personal Armor machen. Das war das, was ich das letzte Mal versucht habe, aber irgendwie gescheitert bin. Das heißt, offensichtlich ist auch das Alien Alloy fertig geworden. Allocate Manufacture. Ah, nein, das passt schon. Machen wir zuerst das fertig. Research completed. Alien Alloys. Oh. Ja, Few Reports. Das ist interessant. Alien Craft are constructed from special alloys with unique properties. They are extremely light and durable and can be molded by electromagnetic methods. These material can be reproduced and used in many kinds of manufacturing processes. Okay. Okay. Wir können auch Alien Alloys herstellen. Schau an. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich noch ein paar Engineers. Jetzt haben wir, könnten uns 25 leisten. Insgesamt machen wir nochmal 10. Ah, okay, machen wir gleich 15. Ist okay. Dann haben wir die Living Quarters voll. Ha. So, was machen wir? Personal Armor. Ein bisschen aufgefettet.
Noch das Geld geht dahin. Okay. Das heißt, neben den Medikits werden wir jetzt auch Laser-Rifles produzieren. Achso, warte mal. Eigentlich viel will ich nicht bauen. 20 wäre schon mal ganz gut für den Anfang. Wir wollen immerhin praktisch alle mit diesen Laser-Rifles ausstatten. Hey, Intercept. Interceptor 1. Wo ist das Ding da? Man da etwas Größeres. Die ganz Großen können wir auf diese Art und Weise eh nicht abfangen, glaube ich mal. So, schauen wir mal. Equip Craft. Sky Ranger Equipment. Wie viele Laser Rifles habe ich denn schon? Keine. Das sind nicht viele. Tja, Aber Medikits haben wir. Wir werden noch ein paar Medikits drauf tun. Endlich können wir Leute auch versorgen für den Fall, dass sie getroffen werden. Na dann, sollen wir gleich hinfahren. Das Problem ist, wenn wir es gleich machen, sind wir noch in der Nacht dort. Dass wir noch ein bisschen Zeit vergehen. Und jetzt fliegen wir erst hin. Obwohl, haha, jetzt könnte es sich sein, dass wir schon, haben wir jetzt schon ein oder zwei von den Laser Rifles? Yes. So. So, immerhin ein Laser Rifle. Sky Ranger, Flieg und Sieg. Auf nach Finnland. Okay, Herrschaften, wir werden jetzt noch unsere Leute ausrüsten in Finnland. Und danach werden wir speichern. Und dann sage ich euch für heute schönen guten Abend. Beziehungsweise ich sage euch jetzt schon schönen guten Abend. Mach mal das Speichern und das Ausrüsten. Und das nächste Mal sehen wir uns dann in voller neuer Frische. Bis dann. Tschüss euch.